Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems and Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und dieses Video ist eine Einführung in verteilte Systeme. Zuerst gehen wir der Frage nach, wozu braucht es überhaupt verteilte Systeme? Ich habe ja bereits auch in den News in diesem Segment gesagt, dass verteilte Systeme komplex sind und verteilte Systeme braucht man zum Beispiel, um zu skalieren. Beim Skalieren kann man wiederum unterscheiden zwischen horizontalem Skalieren und vertikalem Skalieren. Beim vertikalen Skalieren geht es darum, dass man mehr Ressourcen hinzufügt, zum Beispiel mehr Speicher von 32 GB auf 64 GB RAM oder einen schnelleren CPU oder noch mehr Cores in dem CPU. Das heißt, man fängt mit einer kleinen Maschine an und sieht dann, dass die Ressourcen nicht reichen. Man kauft sich dann einen neuen oder man mietet sich dann einen neuen, einen schnelleren, bis es dann eben nicht mehr geht. Das ist hier unten dargestellt beim vertikalen Skalieren. Hier hat man einen Rechner, dann hat man einen größeren Rechner und nochmals einen größeren Rechner. Das nennt man vertikal skalieren, das heißt, wenn man hier mehr Ressourcen hinzufügt. Beim horizontalen Skalieren, Scale Out, hier fügt man mehr Maschinen hinzu. Das heißt, hier hat man dann nicht mehr Speicher oder mehr CPUs, kann man natürlich auch haben, aber hier geht es darum, dass man mehr Rechner hinzufügt. Das heißt, beim horizontalen Skalieren, wenn man mit einem Rechner startet und man sieht, die Leistung reicht nicht mehr aus, dann stellt man drei Knoten hin. Wenn das nicht mehr ausreicht, dann stellt man noch mehr Knoten hin und das ist das horizontale Skalieren. Das heißt, vertikal skalieren, mehr Ressourcen hinzufügen, Speicher, CPU, horizontal skalieren, mehr Maschinen hinzufügen. Als Beispiel, das ist ein bisschen eine ältere Zahl, das ist von Apple. Sie haben, das war 2015, haben sie auf einer Keynote ein bisschen gezeigt, wie ihre Infrastruktur aussieht. Eben wie gesagt, das ist schon 6 Jahre her. Und dort haben sie gesagt, dass sie ungefähr 10 Petabytes speichern und dazu ungefähr 75.000 Apache Cassandra Nodes brauchen. Apache Cassandra Nodes, das ist eine verteilte Datenbank, wo man eben horizontal skalieren kann. Das heißt, wenn man eine Datenbank hat, man sieht, die Ressourcen reichen nicht aus, wir brauchen mehr Speicherplatz, dann fügt man einfach einen neuen Rechner hinzu und man hat dann mehr Speicherplatz und auch mehr Processing Power. Das so als Beispiel. Beim vertikalen wie auch beim horizontalen Skalieren gibt es noch eine ökonomische Komponente. Das heißt, initial ist zuerst das vertikale Skalieren günstiger, bis man dann an die Hardware-Limite stößt. Das heißt, man fängt mit einer kleinen Maschine an hier. Man sieht, die Ressourcen reichen nicht. Man fügt dann mehr Speicher, mehr CPUs hinzu, bis man dann die Hardware ausgereizt hat und ab diesem Zeitpunkt muss man dann horizontal skalieren, weil wenn man die Hardware ausgereizt hat, mehr Hardware geht dann nicht mehr. Das heißt, man kann es so darstellen, auf der X-Achse haben wir die Kapazität, die Ressourcen, die man hinzufügt, auf der Y-Achse haben wir den Preis. Beim vertikalen Skalieren ist es initial günstiger, Ressourcen hinzuzufügen, weil das funktioniert noch. Also wenn man von 16 auf 32 GB RAM upgradet, auf 64, auf 128, bis man mal das Limit erreicht und ab einem gewissen Limit ist dann das vertikale Skalieren, wird das dann sehr teuer. Beim horizontalen Skalieren ist es ein bisschen anders. Dort ist es am Anfang aufwendiger, weil das Programm oder die Architektur muss so aufgebaut werden, dass man eben horizontal skalieren kann. Die Datenbank muss dann partitioniert werden, dass sie dann auf mehrere Rechner aufgeteilt werden kann. Die Services müssen ebenfalls aufgeteilt werden, dass sie dann auf mehreren
Servern laufen können und dass dann das Resultat wieder dem Benutzer präsentiert wird. Also da gibt es einen initialen höheren Aufwand, bis dann aber ein Punkt erreicht wird, wo dann das horizontale Skalieren günstiger ist. Und das ist sicher in diesem Bereich, also in diesem Größenbereich mit diesen 75.000 Maschinen, die Apple hat, wo sie Apache Cassandra drauf lassen, laufen lässt. Da erreichen wir Dimensionen, wo das horizontale Skalieren dann sicher günstiger ist. Zurzeit der schnellste Rechner x86, das ist der von AMD, 64 Cores, eben hier, wenn man dann noch mehr Rechenkapazität braucht. Gut, es gibt Motherboards, die unterstützen dann zwei Prozessoren, dann hat man 128 Cores, aber dann ist auch Schluss, wenn man mehr braucht, dann muss man horizontal skalieren. Wenn wir nun das horizontale Skalieren mit dem vertikalen Skalieren vergleichen, dann ist das horizontale Skalieren günstiger, wenn man eine große Datenmenge hat. Also wenn man jetzt diesen Apple Case anschaut mit diesen 75.000 Knoten, dort ist das Skalieren, wenn man mehr Rechner hinzufügt, kostengünstiger als jetzt einen Rechner zu bauen, der diese Last handeln kann. Beim vertikalen Skalieren, dort ist es günstiger, wenn man eine kleine Last hat initial. Beim horizontalen Skalieren ist es einfacher, Fehlertoleranz einzubauen, weil die Systeme sind schon inhärent fehlertolerant gebaut. Das heißt, wenn dort ein Knoten nicht mehr funktioniert, dann springt ein anderer Knoten dafür ein. Und beim vertikalen Skalieren, das ist in der Regel nicht vorgesehen und dort muss man dann noch Fehlertoleranz hinzufügen. Die horizontale Skalierung, dort hat man auch eine höhere Verfügbarkeit, weil man eben auch eine gewisse Fehlertoleranz hat. Wenn mal jetzt 10% der Rechner nicht funktionieren, dann kann es immer noch sein, dass der Service, dass der Dienst noch funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn man dann nur einen Rechner hat und dieser nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Service eigentlich nicht mehr. Beim horizontalen Skalieren muss man die Software bereits so schreiben, dass sie eben horizontal skaliert. Das ist sie von Natur aus eigentlich nicht. Beim vertikalen Skalieren hat man auch weniger Aufwand, um die Software zu administrieren, weil man hat einen Rechner und man weiß, wo die Software läuft. Und wenn man jetzt beim horizontalen Skalieren, wenn man eine riesige Datenmenge hat, man hat 75.000 Knoten, die man administrieren muss, da ist es bereits ein bisschen komplexer und schwieriger. Es sind auch mehr Systeme involviert, das heißt, das System ist auch sehr komplex. Als letzter Punkt, eben beim vertikalen Skalieren, dort hat man die Limite der Hardware. Wenn man jetzt mehr als 64 Kerne braucht, dann wird es schwierig, weil das gibt es noch nicht auf dem Markt. Das heißt, da muss man erst warten, bis es dann gebaut wird. Und das heißt, man kann dann nur bis zu dieser Hardware-Limite skalieren. Die Performance beim vertikalen Skalieren, die darf man natürlich nicht unterschätzen. Es gibt ja das Gesetz von Moore, das sagt, dass sich die Rechenkapazität oder respektive die Anzahl der Transistoren alle 2 Jahre verdoppelt. Das ist diese Grafik hier. Hier sieht man auf einer Log-Skala, wie sich seit 1970 bis 2020 diese Rechenkapazitäten, respektive diese Anzahl der Transistoren verdoppeln mit den neuesten Rechnergenerationen hier, die fast 40 Milliarden Transistoren auf dem Chip haben. Es gibt noch ein zweites Gesetz, das sagt, dass sich die Performance, also mit allen Optimierungen, dass sich diese alle 18 Monaten verdoppelt. Das ist jetzt nicht in dieser Grafik hier drin. Dieses Gesetz wurde schon mehrmals totgesagt und es gibt auch wieder Vorhersagen, wo man sagt, okay, das geht noch bis 2025 und dann ist Schluss. Das ist zum Beispiel in diesem Artikel von The Economist. Die beleuchten das Ganze auch. Hier nochmals die Anzahl der Transistoren auf der Log-Skala.
Und hier unten gibt es dann Aussagen, die eben sagen, dass es nur noch bis 2025 geht. Das ist Gordon Moore, das ist eben derjenige, der das Gesetz aufgestellt hat. Es gibt aber wiederum andere, die sagen dann, nein, es geht noch 30 Jahre. Also zum Beispiel dieses Paper hier, das sagt 30 bis 40 Jahre. Das wurde dann 2015 geschrieben. Und es gibt aber auch noch andere Artikel, wie der Artikel von Forbes aus dem Jahre 95. Das ist dieser Artikel hier. Der sagt dann, irgendeinmal zwischen 2003 und 2005 wird das dann nicht mehr so weitergehen. Aber wie wir sehen hier in dieser Grafik, es geht immer noch weiter. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 40 Milliarden Transistoren angekommen. Das ist dieser Rechner hier, ein AMD Threadripper mit 64 Cores. Der hat fast 40 Milliarden Transistoren. Es gibt weitere Prozessoren. Der ist für Artificial Intelligence, der in der Cloud bei Microsoft Azure läuft. Und dieser Chip hat um die 20, wo sehe ich das hier, so sieht die Karte aus und die hat, hier sieht man es, 23,6 Milliarden Transistoren. Und der neueste Rechner von Apple, der M1, also der Chip von Apple, der hat 16 Milliarden Transistoren. Also wir sind bereits in einer Größenordnung und das scheint so weiterzugehen. Aber eben die Frage ist, wie weit das es geht. Viele sagen, es wird technisch nicht mehr möglich sein, noch mehr Transistoren auf den Chip zu packen. Aber eben das wird die Zukunft zeigen, wie es weitergehen wird. Beim vertikalen Skalieren kann man nicht nur mit der Anzahl der Transistoren skalieren, man kann auch mit der Bandbreite skalieren und dort gibt es ein Gesetz, das Gesetz von Nielsen, das besagt, dass die Bandbreite der Endbenutzer um bis zu 50% pro Jahr wächst. Das ist auf dieser Seite hier ersichtlich. Hier sieht man wieder eine Log-Skala und hier die Bandbreite. Er hat die Zahlen bis 2019 nachgeführt und hier auf dieser Skala sieht man, das verhält sich immer noch nach diesem Gesetz. Er stellt das Gesetz dann auch dem Gesetz von Moore gegenüber. Das ist eben die Internetbandbreite gegenüber der Computing Power. Und hier sieht man, dass die Internetbandbreite mit ungefähr 50% pro Jahr steigt und die Computing Power, das Gesetz von Moore, mit 60% pro Jahr. Das heißt, die Bandbreite, die wächst weniger schnell als die Computing Power. Und das heißt auch, dass man mit dieser CPU Power zum Beispiel dann auch die Daten komprimieren sollte, weil eben die Computing Power ist größer als die Bandbreite. Das heißt, dort lohnt es sich dann, den Inhalt zu komprimieren. Als Beispiel jetzt. Er hat dann argumentiert, wieso dass es so sein kann oder sein könnte, dass die Bandbreite weniger schnell wächst als das Gesetz von Moore. Und er hat drei Theorien. Eine Theorie ist, dass die Telekom-Unternehmen konservativer sind, dass die nicht so viel investieren. Eine zweite Theorie ist, dass die Endbenutzer gar keine schnellere Bandbreite möchten. Und die dritte Theorie ist, dass die Internetbenutzer diverser werden und dass es dann auch Internetbenutzer gibt, eben die auch diese Bandbreite gar nicht mehr brauchen. Die Low-End-User, natürlich die High-End-User, die brauchen diese Bandbreite, aber eben die Low-End-User brauchen diese Bandbreite nicht.
Das heißt, man soll für die Bandbreite optimieren. Das heißt, wenn man genügend CPU-Power hat, das habe ich schon erwähnt, dann am besten den Inhalt komprimieren, dass er dann schneller transferiert werden kann. Und wie schnell das Internet ist, das kann man hier nachsehen bei ZMap. Das ist ein Tool, um das Internet auszumessen oder auszutesten, zmap.io. Und hier kann man dann die Ports scannen und die Geschwindigkeit, die ist schon enorm. Also wenn man jetzt alle Internetadressen abscannt mit Internet Version 4 und eine 10 Gigabit Leitung hat, dann kann man das innerhalb von 5 Minuten machen. Das heißt, in 5 Minuten hat man mit einer 10 Gigabit Leitung das ganze Internet abgescannt nach einem offenen Port. Das ist schon relativ. Also das finde ich beeindruckend. Neben dem Gesetz von Moore und dem Gesetz von Nielsen gibt es noch das Gesetz von Kreider. Das besagt, dass sich die Datendichte alle 13 Monaten verdichtet. Das ist diese Grafik hier, die habe ich auf dem folgenden Block hier gefunden. Das ist dieser Block hier. Diese Grafik und die wurde bis 2014 wurde die nachgeführt und hier sieht man schon, dass die bis 2010 ungefähr noch stimmt, aber dann stimmt es nicht mehr und die Datendichte hat sich nicht mehr verdoppelt. Das heißt, was ist passiert 2010? Sind die SSDs aufgekommen. Man hat ja, das war im 2005, hat man vorhergesagt, dass jetzt bald überall Harddisks Einzug halten werden, in Telefonen, in PDAs, überall wird man Harddisks haben. Aber eben dann kamen die SSDs und die waren sehr viel schneller. Das heißt, dort der Random Access, der war extrem viel schneller als bei den Spinning Disks, also die sich drehen. Und man hat vermehrt diese SSDs eingebaut und das ist ab diesem Zeitpunkt ist das geschehen. Weiter sind Dienste wie zum Beispiel Dropbox oder Spotify aufgekommen und man hatte die Daten dann nicht mehr lokal. Das heißt, man hatte auch nicht mehr das Bedürfnis nach so viel Speicherplatz, weil man jetzt auch die Musik oder Filme streamen kann und deshalb auch nicht den ganzen Speicherplatz mehr braucht. Wenn wir das uns heute anschauen, dann sind wir ungefähr hier. Das heißt, ich habe jetzt bei Digitec nachgeschaut, wo die Preise sind. Und also für die Spinning Discs und die sind jetzt ungefähr hier. Es gibt noch eine weitere interessante Grafik. Das ist die Grafik, die ich von hier habe. Das sind Zahlen von SSDs und Flash-Speichern, wie viel Kapazität das die haben, wie teuer das die sind. Und die Daten, die kann man sich auch herunterladen in einem Excel-Sheet. Und da kann man dann schauen, wie sich die Flash- und die SSD-Preise entwickeln. Das können wir uns gleich anschauen. Hier der SSD-Chart. Und da sieht man, wie sich der entwickelt. Das ist seit 2013, also Mitte 2013 hat er mit dieser Datenerfassung angefangen. Und hier sieht man auch schon Wellen. Und wir befinden uns jetzt hier im Jahre 2021, wo es dann auch wieder leicht gestiegen ist. Aber hier sieht man auch schon eine Tendenz. Es geht abwärts. Das heißt, man bekommt für immer weniger Geld, bekommt man mehr Leistung. Moderne Hardware ist eigentlich sehr schnell. Ich habe hier einen Benchmark aus dem Jahre 2017 und zwar, das ist auch schon 4 Jahre her, aber es zeigt, wie schnell das Rechner 2017 waren. Das ist diese Seite hier. Die haben ein Postgres und ein MySQL Benchmark gemacht.
mit einer relativ starken Maschine. Sie hatten vier Prozessoren mit 18 Cores, also insgesamt haben sie 72 Cores gehabt. Und mit dieser Maschine konnten sie lesend auf die Datenbank mit ungefähr 1 Million Queries pro Sekunde zugreifen und schreibend konnten sie immerhin zwischen 40 und 45 tausend Transaktionen pro Sekunde absetzen. Wie auch im Segment in den News, das ist dieser Artikel hier, den ich dort erwähnt habe, Scaling Advice for 2021, wie man heutzutage skalieren soll. Eben dieser Autor, er sagt, lieber am Anfang nicht scalen und erst wenn man sieht, dass die Performance nicht ausreicht, dann kann man sich Gedanken über das Scaling machen. Und er hat auch einen kleinen Benchmark gemacht, der ist es nicht zu vergleichen mit diesem Benchmark hier. Aber auch bei seinem kleinen Benchmark mit seinem 6-Core-Machine hat er auch ungefähr 45.000 Transaktionen pro Sekunde durchgekriegt. Nein, sorry, 32, nein, doch 45.000 Transaktionen pro Sekunde mit PG Bench. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Benchmark ist, wahrscheinlich nicht. Aber da sieht man auch schon, dass man relativ viel Performance aus einem normalen Rechner bereits kriegt. Das heißt, wenn die Applikation einfach ist, man hat eine einfache Webseite und es ist nicht hardwareintensiv, dann reicht eigentlich das vertikale Skalieren. Es wird dann problematisch, wenn man einen Service hat, der sehr hardwareintensiv ist, wo viel gerechnet werden muss, wie zum Beispiel bei Cloud Gaming. Das ist jetzt mit Stadia und mit GeForce Now sind das Dienste, wo man nicht mehr seine Konsole zu Hause hat, sondern in der Cloud und dort werden die Spiele dann in der Cloud gerechnet und dann nur die Bilder übertragen zu Hause auf den Fernseher. Also bei solchen Applikationen eben, die hardwareintensiv sind, dort muss man dann halt immer noch horizontal skalieren. Aber bei kleinen Sachen, dort reicht es, wenn man vertikal skaliert. Ein weiteres eindrückliches Beispiel ist Let's Encrypt. Let's Encrypt stellt ein Zertifikat aus. Das heißt, wenn ein Webseitenbetreiber ein Zertifikat möchte, fragt er dort an und wenn dieser Webseitenbetreiber dann auch beweisen kann, dass er der Besitzer dieser Webseite ist, bekommt er dann ein Zertifikat für diese Webseite und er muss dann nach 90 Tagen oder respektive das Zertifikat ist 90 Tage gültig und bevor dass diese 90 Tage um sind, muss dieser Webseitenbetreiber dann das Zertifikat erneuern. Let's Encrypt ist relativ groß und sie haben bereits über 200 Millionen Zertifikate ausgestellt. Da gibt es auch eine gute Statistik. Da sieht man, wie viele Zertifikate es sind. Zu guter Letzt, es waren sogar 242 Millionen Zertifikate. Also hier sieht man, Let's Encrypt ist am Wachsen. Let's Encrypt speichert die kritischen Daten in einer Datenbank ab. Sie verwenden dazu MariaDB und zum die Daten abspeichern haben sie eine Instanz. Das haben sie auch in diesem Artikel hier beschrieben. Also sie haben mehr Instanzen also sie haben Replikas, wo man dann Abfragen, die nur lesend gemacht werden, die man dann schnell beantworten kann, aber die Queries, die auf die Datenbank schreiben, da gibt es dann einen Server und das ist in diesem Artikel hier beschrieben, was sie da für einen Server haben. Sie mussten ihn auch kürzlich auswechseln. Sie hatten zwei Prozessoren, zwei Xeon-Prozessoren drin mit je 24 Cores und sie haben das jetzt gewechselt auf einen AMD mit je 64 Cores, also insgesamt zweimal 64 Cores mit 128 Cores insgesamt. Speicher haben sie 2 Terabyte und was sie auch noch eingebaut haben, sie sind von SATA auf NVMe Express
Und hier sieht man auch schon, dass es ein bisschen schneller ist, also von 500 Megabyte pro Sekunde Read-Write auf 3 Gigabyte pro Sekunde Read-Write. Das ist auch spürbar. Sie haben sich entschieden, nur eine Datenbankinstanz zu haben, um eben nicht ein verteiltes System zu haben, nicht ein komplexes System Setup zu haben, sodass Sie das einfach verwalten können. Wie gesagt, ein paar Operationen, die lesend gemacht werden können, die sind gecached, die werden von Replicas genommen, aber die Queries, die schreibend auf die Datenbank zugreifen, das wird eben, wie gesagt, auf diesem Server hier gespeichert. Mit dem alten Rechner sind Sie bereits am Limit gelaufen. Das sieht man vielleicht besser hier. Das ist diese Grafik hier. Hier sieht man, sind Sie schon bei 90%. Und wenn man bei 90% ist, dann muss man sich schon überlegen, was ist der nächste Schritt? Wie muss ich mein Hardware upgraden? Soll ich jetzt vertikal oder soll ich horizontal skalieren? Und wie gesagt, Sie haben sich entschieden, vertikal zu skalieren, also noch eine größere Kiste hinzustellen. Und nach dem Update haben Sie dann, das war am 15. September, das war hier, ist dann der Load auf ungefähr 25% geblieben. Das heißt, von 90% sind Sie hier neu auf 25. Das heißt, mit dem Upgrade haben Sie wieder ein bisschen mehr Luft, bis Sie dann wieder irgendwann mal die 90% hier erreichen und dann müssen Sie sich wieder überlegen, gibt es noch größere Maschinen oder müssen wir jetzt horizontal skalieren. Verteilte Systeme braucht es also zum horizontal skalieren. Wir haben gesehen, vertikal skalieren ist auch eine Alternative, aber wenn man eben diese Hardware-Limite erreicht, dann muss man in Richtung verteiltes System gehen. Ein weiterer Punkt, warum man ein verteiltes System braucht, ist, weil man zum Beispiel eine schnelle Konnektivität braucht oder möglichst geringe Latenz zwischen zwei Orten. Wir haben gesehen, Gesetz von Moore, Gesetz von Nielsen, alles wird schneller, man hat mehr Bandbreite, die CPUs werden schneller, aber das, was bleibt, sind die Distanzen und um diese zu überbrücken, braucht es eine gewisse Zeit. Das heißt, die Latenz bleibt. Man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit Daten übertragen, das heißt, dort gibt es eine harte Limite und man kann nicht schneller als das Licht sein. Und deswegen, wenn man jetzt hier einen User hat und hier einen Service zum Beispiel, dann macht es Sinn, dass man diesen Service zum Beispiel zu diesem User verlagert, sodass er dann sehr kurze Antwortzeiten hat und nicht lange auf sein Resultat warten muss. Das ist ein weiterer Grund, wieso man ein verteiltes System braucht, damit man nahe beim Endbenutzer ist. Neue Protokolle können zwar die Anzahl der Roundtrips verkürzen, das haben wir auch gerade bei TLS 1.3 gesehen, das kommt noch in einer späteren Vorlesung. Dort kann man verhindern oder verkleinern, dass man anstatt dass man dreimal hin und her springt, dass man nur zweimal hin und her springt. Das hilft auch schon, aber eben die Latenz bleibt. Wobei hier wird auch wieder geforscht. Da habe ich noch einen interessanten Artikel dazu, der Hollow Fiber. Und hier versucht man möglichst nahe an die Lichtgeschwindigkeit zu kommen. Also Sie haben hier unten eine Auflistung, wie die Latenz ist mit einem normalen mit einer normalen Fiber Connection, das ist ungefähr bei 14,5 Millisekunden und mit dem Hollow Fiber dort schafft man es auf 8,2 bis 8,5 Millisekunden. Also dort kann man sich dann annähern, aber eben bei der Lichtgeschwindigkeit, dort ist dann fertig, da gibt es eine harte Limite. Wenn wir uns mal so einen Ping anschauen, zum Beispiel nach Sydney, dann sehen wir, das geht ein Weilchen.
wenn er jetzt den Namen auflösen kann. Internet sollte ich haben. Da, jetzt funktioniert es und man sieht, man hat grauenhafte Roundtrip-Times zwischen 400, 300, 500 Millisekunden. Das heißt, das ist ein Roundtrip, der so lange geht, und wenn man bei einer TCP- und TLS-Verbindung dann mehrere von diesen Roundtrips machen muss, dann muss man über eine Sekunde warten, bis man nur das erste tatsächliche Byte des Contents schicken kann. Auch bei eSports, dort ist die Latenz extrem wichtig. Da gibt es richtige Turniere und Mannschaften, da kann man auch viele Preisgelder gewinnen. Das sind die Teams, das wird da in Hallen ausgetragen. Dort ist die Latenz natürlich kürzer. Jetzt mit Covid ist es umso schwieriger, wenn man das remote macht. Aber dort ist die Reaktionszeit und die Latenz extrem wichtig. Der menschliche Faktor, also der Mensch kann innerhalb von 200 Millisekunden reagieren, und die Geräte, die man verwendet, ein Keyboard, eine Maus, die muss natürlich möglichst eine geringe Latenz haben. Und hier noch eine gute Seite über die Zeiten, wie lange das es geht von einem Tastendruck, bis man etwas auf dem Bildschirm sieht. Das ist zum Beispiel bei einem ThinkPad 13 ist das um die 100 Millisekunden, bei einem Lenovo X1 ist das 150 Millisekunden, also das kommt noch zusätzlich zu dieser Reaktionszeit hinzu. Dann, wenn man sich zum Beispiel nur den Fernseher anschaut, der hat ebenfalls eine Latenz. Also ich habe jetzt mal einen zufälligen Fernseher bei Digitec angeschaut. Das ist dieser Fernseher hier. Man kann dann auf die Spezifikation gehen und hier sieht man auch schon, Input-Lag ist ungefähr bei 15 Millisekunden. Und ebenfalls das Keyboard, da gibt es auch eine gute Seite, die beschreibt, wie lange das es geht, bis ein Keyboard, bis der Event aufgenommen worden ist von diesem Keyboard, und das ist auch zwischen 15 und 60 Millisekunden. Und jetzt bei eSports geht es darum, eben diese Latenz so gering wie möglich zu halten, und da ist natürlich ein Wettkampf, wenn er remote passiert, einer sitzt in New York und einer sitzt in Australien, das geht dann natürlich nicht. Deswegen auch ein verteiltes System, dass man eben den Service nahe an den Benutzer bringt. Das wird in der Regel, wenn es um Webseiten, wenn es irgendwelche Bilder sind, irgendwelche JavaScript sind, dann wird das in der Regel mit einem CDN gemacht, mit einem Content Delivery System. Dort platziert man dann den Inhalt. Die Content Delivery Networks, die haben überall auf der ganzen Welt haben die ihre Data Centers, und die sind dann relativ nahe beim Benutzer, und so kann der Benutzer sehr schnell auf diesen Content zugreifen. Das ist dann aber eher für die statischen Inhalte, für den statischen Content. Wenn es dynamisch sein muss, muss man da eine andere Lösung finden. Ein weiterer Grund, warum wir verteilte Systeme haben, ist, weil Hardware auch ausfallen kann, oder Systeme können ausfallen. Das heißt, wenn man einen Dienst hat, welcher auf mehrere Maschinen verteilt ist, und dann fällt eine Maschine aus, kann dann auf die nächste Maschine zugegriffen werden. Eine Maschine kann ausfallen, auch wenn die Software perfekt geschrieben ist. Wenn man keinen Fehler in der Software hat, kann es immer noch sein, dass die Hardware abstürzt. Man sagt ja, die Hardware früher oder später stürzt sie ab, weil zum Beispiel durch die kosmischen Strahlen irgendwo im Speicher ein Bit von 0 auf 1 gesetzt wird. Und wenn das dann in einer Stelle passiert, wo es eben wichtig für das Programm ist, dann kann es sein, dass das Programm abstürzt. Und IBM, das war 1990,
hat geschätzt, dass in 256 Megabyte einmal im Monat, dass es da einen Bitflip gibt. Das heißt, dass da in diesen 256 Megabyte irgendwo ein Bit von 0 auf 1 gesetzt wird. Google hat das ebenfalls in ihren Data Centers gemessen. Das ist dieses Paper hier und hier haben sie dann festgestellt, wie häufig das es passiert und auch, dass mehr als 8% von den Speichermodulen mindestens einmal im Jahr betroffen davon sind. Eine weitere Studie, die ist auch im Jahr 2007, das ist diese hier, die haben dann herausgefunden, dass es 44 Fehler gegeben hat. Einmal ein Double, also dreimal ein Double Bitflip und 41 Mal einen normalen Bitflip auf ungefähr 1300 Knoten, welche 3 Monaten gelaufen sind. Das heißt, Bitflips passieren und wenn jetzt ein Programm läuft und gerade in einem blöden Augenblick ein Bit von 0 auf 1 geswitcht wird, eben dann kann es sein, dass die Hardware abstürzt oder dass die Software abstürzt, obwohl man keinen einzigen Fehler in der Software hat, was natürlich auch schwierig zu bewerkstelligen ist. Die kosmischen Strahlen, die stammen größtenteils von der Sonne, also durch die Sonneneruption, da wird Plasma ins Weltall geschleudert, trifft dann die Erde. Und dann kann es sein, dass es durch dieses Plasma dann irgendwo im Speicher ein Bitflip gibt, wo das Bit von 0 auf 1 dann gewechselt wird. Es gibt auch Fälle, wo man vermutet, dass die Software ein Bitflip, dass es ein Bitflip gegeben hat. Es gab zum Beispiel bei einer elektronischen Abstimmung, nein, das ist, doch, das ist diese Seite hier. Da gab es in Belgien eine Abstimmung und da hat dann ein Kandidat plötzlich 4096 Stimmen mehr gekriegt, als eigentlich möglich wäre. Und das hat man dann auf ein Bitflip zurückgeführt, aber eben das sind nur Vermutungen, weil beweisen kann man es dann schlecht, aber es wurde vermutet, dass es eben ein Bitflip war. Es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss auf diese Bitflips haben. Eines ist zum Beispiel die Höhe. Wenn man in einem Flugzeug ist, ist es wahrscheinlicher, dass man einen Bitflip erlebt oder sieht, als wenn man jetzt auf Meereshöhe zum Beispiel ist. Aber auch die Strukturbreite bei den Chips hat einen Einfluss auf die Bitflips. Wenn man jetzt ins Weltall geht, dort wo wir eigentlich nicht diese schützende Hülle um die Erde haben, dieses Magnetfeld. Dort gibt es dann ganz viele Bitflips. Das war zum Beispiel bei Cassini der Fall. Das ist dieses interessante Dokument hier. Und hier haben sie beschrieben dann, wie viele Bitflips das sie gesehen haben oder wie viele Bitflips das festgestellt worden sind. Und Cassini hat ungefähr 280 bis maximal 900 Bitflips pro Tag gesehen, bei ungefähr 300 Megabyte Speicher. Und was man machen kann gegen diese Bitflips im Weltall, also auf der Erde, hat man dann ECC, Error Correcting Codes, wo man ein Bitfehler korrigieren kann und zwei Bitfehler detektieren kann. Im Weltall, da braucht man ein bisschen etwas Besseres und da gibt es zum Beispiel diverse Prozessoren hier von Xilinx. Die haben für den Mars Rover haben die zum Beispiel einen Chip, wo dann anstatt dass man einen Eingang hat, bei einem Gate hat man dann drei Eingänge. Eine sogenannte Triple Modular Redundancy, das heißt, dort wird dann entschieden,
die Mehrheit dieser Gates entscheidet dann, welches Bit dann tatsächlich gesetzt ist oder nicht. Das heißt, wenn hier mal eins nicht gesetzt ist, diese beiden sind gesetzt, dann wird dann geschaut, was die Mehrheit dazu sagt. Und da kann man diese Bitflips dementsprechend auch abfangen und auch korrigieren. Bei uns, also nicht im Weltall, da reichen eben ECC, Error Correcting Codes aus. Da wird häufig der Hamming-Code verwendet. Der Hamming-Code kann man sich hier nachlesen. Dort kann man dann einen Bitflip dann auch korrigieren und zwei Bitflips immerhin detektieren und man kann entsprechend reagieren. Ein weiterer Artikel ist dieser Artikel hier. Da geht es ebenfalls um Bitflips, um kosmische Strahlen. Hier gibt es diverse Berichte. Eines um den Jaguar Supercomputer mit 360 Terabyte RAM. Die haben ebenfalls ECC drin. Und wenn man eben diesen ECC-Speicher drin hat, dann kann man auch detektieren, ob es tatsächlich einen Bitflip gegeben hat. Und sie konnten dann feststellen, dass sie dann praktisch täglich einen Double Bitflip registrieren konnten. Ich habe bei meinem Rechner leider noch keinen Bitflip registriert. Wie gesagt, zu Hause habe ich auch ECC-Speicher und ich habe bisher noch nie gesehen, dass da etwas anderes als eine Null steht. Das heißt, ich warte immer noch auf meinen ersten Bitflip. Den habe ich bis jetzt bei mir noch nicht gesehen. Auch ein sehr guter Artikel, was dann passieren kann bei so einem Bitflip. Diesen Artikel empfehle ich euch sehr durchzulesen. Das ist ein Softwareentwickler, der beim Entwickeln plötzlich auf einen Segfault gestoßen ist und dann hat er ihn angefangen zu untersuchen. Der Segfault war im Programm Expression Expert und hier sieht man das, wenn man Expert 3 plus 3 aufruft. Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Das ist dieses Utility hier. 3 plus 3, dann gibt es 6 und das hat bei ihm eben, wie gesagt, ein Segfault gegeben und er hat sich dann auf die Suche gemacht, wieso das der Fall ist. Hat dann angefangen zu debuggen und hat dann gesehen, dass hier an dieser Stelle an diese Speicheradresse gesprungen wird und er hat sich dann gewundert, warum springt er überhaupt in diese Speicheradresse, da muss das Programm irgendwie falsch sein. Hat er sich das Programm geholt und dann geschaut, wohin er tatsächlich springt und ist dann auf diese Adresse gekommen. Und wenn man sich jetzt diese Adresse anschaut, das ist diese Adresse hier, dann sieht man, wenn man das 4 wegnimmt, dann sieht man hier, dass es ein Bit ändert, der Rest bleibt gleich. Hier sind die Bits unten und das deutet ebenfalls auf einen Bitflip, dass eben in seinem Speicher irgendwo ein Bit von 0 auf 1 gesetzt worden ist. Deshalb ist er auf eine Speicheradresse gesprungen, die gar nicht existiert und das Programm ist abgestürzt. Er hat es dann weiter untersucht und mal ebenfalls eine Checksum gemacht der Applikation und er hat gesehen dann, wenn ihr jetzt eine SHA-256 Hashsum macht von dieser Applikation, gibt es sowas zurück. Dann hat er den Cache geklärt, dass es nochmals neu geladen wird und beim Neuladen mit der gleichen Hashsum hat man dann gesehen, ah, es hat sich verändert. Das heißt, das deutet ebenfalls darauf hin, dass irgendwo im Speicher, dass es dort ein Bitflip gegeben hat. Ebenfalls ein interessanter Artikel über Bitflips ist Bitsquatting. Das ist aus dem Jahre 2011, also auch schon 10 Jahre her. Das ist dieser Artikel hier. Hier hat der Autor versucht, DNS-Namen zu registrieren, die nahe an irgendetwas Bekanntem ist, wie zum Beispiel CNN. Hier gibt es CON, was da nur ein Bit geflippt hat, also beim N ein Bit flippen und dann wird ein O daraus.
Und in seinem Experiment hat er hier 32 Domains registriert, die jeweils eben nur ein Bit vom Original entfernt sind. Und über eine gewisse Periode zwischen September 2010 und Mai 2011 hat er dann geschaut, wie viele Requests das er kriegt. Und er hat dann herausgefunden, dass es dann eben doch noch häufiger passiert, dass irgendwo diese Bitflips passieren, und er hat dann fast 60 Anfragen von IP-Adressen gekriegt auf seine Domains, die jeweils einen Bit-Unterschied haben. Genau. Ein Bitflip ist ein möglicher Grund, warum ein Dienst nicht mehr funktioniert. Es gibt aber noch andere Gründe. Zum Beispiel kann es passieren, dass ein Unterseekabel kaputt ist, dass irgendein Schiffsanker diese Leitungen kaputt gemacht hat. Also die Welt ist ja mit diesen Unterseekabeln verbunden. Hinter diesem Link seht ihr alle diese Unterseekabel. Das ist noch sehr eindrücklich zu sehen, wie viele Kabel das es gibt, was es für Kabel sind, wie schnell das die Kabel sind. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist noch ganz spannend. Und diese Unterseekabel, die können natürlich auch kaputt gehen. Und das passiert auch noch relativ häufig. Das sind die Meldungen im 2021, also bei Pakistan. Dort gab es dann ein Unterseekabel, das kaputt gegangen ist in der Nähe von Ägypten. Dann ein weiterer Inzident in Bangladesch. Dann in Vietnam war noch etwas, wo ebenfalls ein Unterseekabel kaputt gegangen ist oder wo sie Probleme damit gehabt haben. Das sind alles Länder, die sind ein bisschen weiter weg, aber auch in der Schweiz gibt es hin und wieder mal kleinere Konnektivitätsissues. Das war zum Beispiel im letzten Jahr, wo es dann einen Streit gegeben hat zwischen INET7 und UPC, wo dann die Verbindung zwischen diesen nicht ausgereicht hat. Also sie hatten eine, glaube ich, eine Gigabit-Verbindung oder eine 10 Gigabit, weiß gar nicht mehr. Und die Kapazität wurde erreicht, das heißt, es gab dort extrem viele Packet Drops, und das heißt, man hat dort eine Service Degradation spüren können. Und UPC hat dann den Traffic abgeschaltet oder respektive das direkte Peering abgeschaltet, und der Traffic musste dann über die USA geleitet werden. Das könnt ihr euch in diesem Artikel nachlesen. Und was dann passiert ist, die Latenz ging natürlich hoch auf 140 Millisekunden, bis es dann wieder geflickt worden ist oder bis das Peering wieder hergestellt worden ist. Und dann hat man die Latenz wieder im Bereich 50 bis 30 Millisekunden gehabt. Aber das kann ebenfalls in der Schweiz passieren. Auch da gibt es Orte, die sind nicht gut angebunden, oder plötzlich hat man jetzt kein Internet mehr. Das kann natürlich auch, wenn man ein verteiltes System haben kann, dann ein anderes Data Center, das an einem anderen Ort ist, kann dann für diesen Service dann einspringen. Wir haben nun drei Gründe gesehen, warum es ein verteiltes System braucht. Der erste war wegen der Skalierung. Wir haben gesehen, wenn man vertikal skaliert, mit einem kleinen Rechner anfängt und dann eben auch einen größeren braucht, irgendeinmal ist dann die Hardware-Limite erreicht, und dann muss man einen zweiten, einen dritten Rechner hinstellen, und dann hat man bereits ein verteiltes System. Der zweite Grund ist, weil Hardware eben crashen kann. Das heißt, wir haben uns die Bitflips angeschaut, aber auch die Konnektivität. Und wenn es da ein Rechner abstürzt und man, wenn er ein verteiltes System hat, dann kann ein weiterer Knoten diese Aufgabe übernehmen und eine Anfrage beantworten. Und der dritte Grund war, dass man dann näher beim Benutzer sein kann. Man hat ja gewisse Latenzen und man ist ja an die Lichtgeschwindigkeit gebunden. Und mit einem verteilten System kann man den Dienst nahe zum Endkunden bringen, dass er eine möglichst geringe Latenz hat. Das sind so die Gründe, warum wir ein verteiltes System brauchen. Und jetzt können wir mal uns anschauen, wie man ein verteiltes System kategorisieren kann.
Man kann ein Verteilsystem kategorisieren in tightly coupled und loosely coupled. Tightly coupled heißt, dass die Prozessoren, die Knoten dann Zugriff auf einen gemeinsamen Speicher haben. Oder es gibt auch die loosely coupled, die sind dann eben, haben keinen gemeinsamen Speicher und die müssen dann über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Und in dieser Vorlesung schauen wir uns die loosely coupled distributed systems an. Man kann auch unterscheiden zwischen homogenen Systemen und heterogenen Systemen. Also homogene Systeme ist, jeder Rechner hat den gleichen CPU, die gleiche Anzahl an Speicherelementen, die gleiche Harddisk, also überall die gleichen Ressourcen. Und ein heterogenes System, dort gibt es unterschiedliche Rechner von einem Supercomputer bis zu einem Smartphone. Und in dieser Vorlesung, wir fokussieren uns mehr auf die heterogenen Systeme. Dann kann man auch noch unterscheiden zwischen Small Scale und Large Scale. Bei Small Scale, das ist eine, zum Beispiel eine Web-Applikation, die auf eine Datenbank zugreift. Und wenn man jetzt mehr als nur zwei Maschinen hat, dann kann man es als Large Scale ansehen. Also wir werden uns in dieser Vorlesung nicht um die einfachen Systeme uns fokussieren, sondern eher auf diese Systeme, auf die Large Scale Systems. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung zwischen Decentralized und Distributed. Decentralized heißt, dass man einen Dienst hat, der nicht notwendigerweise einer Entität gehört. Bei Distributed hat man dann in der Regel einen Provider, der betreibt sein Data Center und er hat seine Rechte im Griff. Und bei einem Decentralized System, dort gibt es dann verschiedene Akteure und es ist nicht so, dass einem Akteur dann alles gehört. Das ist so der Unterschied zwischen Decentralized und Distributed. Bezüglich Definition habe ich die folgende Definition gefunden zu den verteilten Systemen, wobei hier immer wichtig oder Vorsicht zu walten ist bei den Definitionen. Das hängt dann immer auch vom Kontext ab. Aber ich fand, dass das passt eigentlich noch zu dieser Vorlesung. A distributed system in its simplest definition is a group of computers working together as to appear as a single computer to the user. Diese Definition habe ich hier gefunden. Das ist diese Definition hier und das könnt ihr euch auch gern mal anschauen. Das ist ebenfalls eine Einführung in die verteilten Systeme. Sehr gut geschrieben und empfehle ich euch, das mal durchzulesen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man ein verteiltes System klassifizieren kann, zum Beispiel über das CAP-Theorem. Das ist beschrieben hier. Hier geht es darum, dass ein System entweder konsistent und partition tolerant ist oder es ist konsistent und availability und available. Das heißt, alle drei zusammen können nicht erfüllt werden und dementsprechend kann man ebenfalls ein verteiltes System kategorisieren. Das Problem bei diesen Definitionen ist immer, es hängt davon ab, wie man jetzt ein verteiltes System, aus welchem Kontext dass man es anschaut. Also bei der Blockchain, das kann zum Beispiel CP sein, also konsistent und partition tolerant, wenn man auf genügend viele Blocks wartet. Es kann aber auch Availability und partition tolerant sein, wenn man dann zum Beispiel jetzt nur jetzt den Mempool anschaut oder respektive nicht auf genügend Blöcke wartet. Und auch zum Beispiel bei Cassandra kann konfiguriert werden, dass es Availability und Partition tolerant ist, kann aber auch konfiguriert werden, dass es konsistent und Partition tolerant ist. Also da gibt es immer noch so eine Sichtweise auf das System, wie man das eine oder das andere definieren kann, respektive kategorisieren kann. Was wir aber unterscheiden können, ist
Verteilte Systeme und dezentrale Systeme, also Distributed Systems und Decentralized Systems. Bei den Distributed Systems ist in der Regel eine Organisation verantwortlich, bei den vollständig verteilten können das N Organisationen sein. In einem verteilten System, das von einer Organisation kontrolliert ist, dort hat man in der Regel wenig Churn, das heißt Churn, ein Knoten kommt dazu, geht wieder weg. Das passiert in der Regel nicht, außer man will ein System updaten oder man will jetzt die Kapazität erhöhen, dann kommen neue Knoten hinzu. In einem vollständig verteilten System hat man dann sehr viele Knoten, die einfach dann kommen und wieder gehen. Also in einer Blockchain, zum Beispiel in der Bitcoin-Blockchain, die Full Nodes, die können kommen und die können gehen. Bei BitTorrent, die Benutzer können die Daten herunterladen, dann wieder ausschalten. Also da gibt es einen hohen Churn bei diesen dezentralen Systemen und bei den verteilten gibt es eben einen Low Churn. Als Beispiele BitTorrent für ein dezentrales System, Amazon DynamoDB zum Beispiel als verteiltes System, also Distributed System. In einem verteilten System ist man in einer sicheren Umgebung, das heißt Amazon hat seine Server im Griff, also dort wo DynamoDB drauf läuft, die haben dort diese Rechner in ihrem Datacenter und nur Engineers von Amazon dürfen dort administrativ darauf zugreifen. In der dezentralen Welt ist es anders. Hier ist es ein Hostile Environment. Jeder kann eigentlich das machen, was er will, was zu seinem Vorteil ist, was dann auch gemacht wird. In den verteilten Systemen hat man in der Regel eine hohe Verfügbarkeit, wenn man eben gerade kein Bitflip hat oder das Unterseekabel nicht gebrochen ist. Und bei den dezentralen Systemen ist es eher unvorhersagbar, was mit der Availability ist. Zum Beispiel BitTorrent, also wenn man ein File hat, welches populär ist, dann ist es noch gut verfügbar, aber wenn es dann eben nicht mehr nachgefragt ist, dann ist es schwierig, noch an diese Daten zu kommen. In einem verteilten System sind die Rechner können heterogen sein, können homogen sein. Das heißt, wenn man ein Datacenter plant, hat man in der Regel gewisse Batches von Maschinen, von Rechnern. Die werden vom gleichen Typ sein oder von einem ähnlichen Typ. Und in einem dezentralen System ist es eigentlich heterogen. Mechanismen, die gut funktionieren, das ist zum Beispiel Consistent Hashing mit DHTs, also DynamoDB und Cassandra auf der verteilten Systeme funktionieren mit Consistent Hashing und bei den vollständig verteilten Systemen, zum Beispiel Tor oder BitTorrent, die verwenden DHTs. Beim Koordinieren gibt es einen zentralen Knoten, das in einem verteilten System gut funktioniert, einen Leader, der dann auch zum Beispiel irgendwo gewählt werden muss, der dann sagt, welche Replikas gültig sind und welche nicht. Und beim dezentralen System ist das dann der Floating-Ansatz, wie zum Beispiel bei Bitcoin, wo dann die Transaktion an alle weitergeschickt wird. Das Netzwerk hat man in den Verteilsystemen im Griff, wo eine Organisation dafür verantwortlich ist. Das heißt, dort hat man keine NAT-Issues. Das werden wir auch noch in der Vorlesung uns genauer anschauen, was das Problem ist. Und bei den vollständig verteilten Systemen hat man das natürlich. Das heißt, dort hat man keine direkte Verbindung ins Internet. Aber eben dazu noch später mehr in den nächsten Vorlesungen. Bezüglich Konsistenz, da gibt es diverse Mechanismen in den verteilten Systemen, Paxos Raft oder Zookeeper. Bei den verteilten Systemen hat man eine schwache Konsistenz, wenn es um DHTs geht, aber wenn es dann um Blockchain geht, dann hat man den sogenannten Nakamoto-Konsensus, auch Proof of Work genannt. Und die Weiterentwicklung davon ist der Proof of Stake. Es gibt auch dort Möglichkeiten für Leader-Elections, Probabilistic, Byzantine-Fault-Tolerant-Protokolle gibt es noch, das werden wir uns auch noch in der nächsten Vorlesungen anschauen.
es gibt auch Diskussionen, ist Bitcoin eventually consistent, also kommt es mal in einen konsistenten Zustand. Einige argumentieren, dass es sogar noch mehr als das ist, aber auch da wird genau diskutiert, wie kann man jetzt das Ganze einordnen. Bei den Replikas, das funktioniert bei beiden gleich. Je mehr Replikas man hat, desto höher die Verfügbarkeit, desto höher die Performance, desto besser kann man skalieren. Aber eben das Problem ist mit Replikas, man muss die Replikas konsistent halten. Und das ist das Problem bei beiden, bei den verteilten wie auch bei den dezentralen Systemen. Und bei beiden gilt ebenfalls gelten die Transparenzprinzipien. Die werden wir uns noch auf der letzten Slide anschauen. Die verteilten Systeme sollten für den Benutzer in den folgenden Hinsichten transparent sein. Das heißt, sie sollten location transparent sein. Das heißt, dass man nicht weiß, wo jetzt dieser Service genau steht, wo die physische Location der Server steht. Das sollte eigentlich für den Benutzer nicht relevant sein. Dann sollte es auch nicht relevant sein, wie der Benutzer darauf zugreift. Es sollte dann auch nicht ersichtlich sein, dass jetzt eben, wenn es irgendwo einen Fehler gibt oder jetzt ein Service von einem Ort zum anderen migriert wird, dass das dem Benutzer mitgeteilt werden soll. Das heißt, das soll einfach im Hintergrund passieren und der Benutzer sollte, wenn möglichst, davon nichts mitbekommen. Auch wenn es mehrere Replikas im System hat, davon sollte der Benutzer eigentlich auch nichts mitkriegen. Wenn jetzt sein Datensatz jetzt dreimal in der Cloud gespeichert ist, sollte er das in seinem täglichen Arbeiten eigentlich nicht antreffen. Auch wenn mehrere Benutzer drauf sind, sollte er das auch nicht spüren. Das hat dann auch einen Einfluss, wenn es dann zu viele Benutzer sind und der Service dann eben dementsprechend langsam wird, dann spürt er es dann eben. Aber eben idealerweise sieht der Benutzer nicht, dass noch andere Benutzer diesen Service ebenfalls verwenden. Und eine Fehlertoleranz. Fehlertransparenz sollte drin sein, das heißt, wenn es einen Fehler gibt und dann auf einen Replika dann ausgewichen werden muss, soll der Benutzer idealerweise davon auch nichts mitkriegen. Dann gibt es noch die Security Transparenz, das heißt, der Benutzer soll sich auch nicht darum kümmern, was für Sicherheitsmechanismen verwendet werden, es soll einfach sicher sein. Bezüglich den Transparenzen, da gibt es auch wieder noch, wenn man sich andere Literatur anschaut, auch noch ganz andere Transparenzen, wie zum Beispiel die Scaling Transparency oder Performance Transparency. Und halt je nachdem, welche Seite man sich anschaut, gibt es unterschiedliche Transparenzen, aber das eben auch wieder je nach Sichtweise auf das verteilte System. Hier zum Beispiel eine Sprachtransparenz. Eine Fragmentierungstransparenz, also da gibt es ganz viele Transparenzen. Idealerweise kriegt der Benutzer nicht mit, dass es sich um ein verteiltes System handelt. Für ihn könnte es auch ein zentrales System sein. Das ist so die Regel. Aber eben, wie gesagt, das hängt auch stark vom Kontext ab und je nachdem, wie man die Sicht auf das System hat, ist die eine Transparenz dann wichtiger als die andere.